Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video werde ich euch einmal zeigen, wie ihr ganz easy und einfach euren Microsoft Office Produkt Key eingeben bzw. herausfinden könnt und somit das eure Office Produkte einfach aktivieren könnt und diese einwandfrei nutzen könnt. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich eine klitzekleine Bitte an euch, und zwar würde ich mich megamäßig über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude, also warum denn auch nicht? Genau. Jetzt starten wir aber direkt ins Video rein. Grundsätzlich sei gesagt, also die meisten werden eh schon einen Microsoft-Account haben, mit dem ihr das Ganze verbunden habt, aber ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das Ganze mit einem Microsoft-Account verbindet, sodass ihr nie Probleme habt mit, dass ihr euch einfach auf jedem Gerät anmelden könnt und das habt ihr direkt. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass wir... Ich werde mich einfach mal hier am zweiten Bildschirm mal kurz abmelden bei Office, damit ich euch das genau zeigen kann. Abmelden, abmelden und abmelden und abmelden und abmelden. So, endlich. Jetzt kann ich euch das Ganze mal zeigen. Hier sind wir jetzt komplett abgemeldet bei Microsoft Office. Ich werde euch das Ganze jetzt in Word zeigen, wie wir das Ganze hier hinzufügen. In meinem Fall ist jetzt schon die Lizenz hinzugefügt. Wir können jetzt hier einfach mal auf Lizenz ändern drücken und dann, also bei euch müsst ihr dann einfach auf Lizenz aktivieren drücken. In meinem Fall habe ich jetzt hier einfach schon eine Lizenz hinzugefügt. Hier müsst ihr dann einerseits, wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, dass ihr hier ein Microsoft-Konto habt oder euch eins erstellt, wie auch immer. Und, also dann könnt ihr hier anmelden oder, was vielleicht auch für einige interessant ist, wenn ihr kein Microsoft-Konto wollt, einfach nur hier den Produktkey eingeben wollt, einfach hier unten auf den Link klicken, stattdessen Produktkey eingeben. Und dann werden wir hier auf dieses Fenster weitergeleitet und hier können wir dann unseren Produktkey eingeben, der uns entweder zurück zugeschickt wurde oder den wir im Laden gekauft haben. Wie auch immer, gibt es mehrere Wege, wie ihr zu Produktkeys kommt. Hier können wir dann auch noch Beispiele für Produktkeys anzeigen lassen. Und dann war jetzt hier dieses Beispiel und es haben sich auch eine Hilfeseite geöffnet. Falls ihr noch zusätzliche Hilfe braucht, könnt ihr gerne auf diese Seite gehen. Aber ich denke mal, es ist jetzt schon für die meisten jetzt klar geworden, wie wir das Ganze eingeben und sollte definitiv kein Problem mehr sein. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei Office-Programmen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze weitergeholfen hat. Wenn es so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, unbedingt einen Kommentar schreiben, dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten, bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und Baba. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.